Die Elfen sind dead. Der Sonnenbrunnen ist vernichtet. Ihr seid mir also nicht gram, weil ich euch damals getötet habe? Macht euch nicht lächerlich. Der Lichtkönig sagte mir, wie unsere Begegnung enden würde. Der Lichtkönig wusste, dass ich euch töten würde? Natürlich. Er entschied schon lange vor Ausbruch der Geißel, dass ihr sein Held sein solltet. Wenn er so allwissend ist, wie können ihn die Schreckenslords dann so kontrollieren? Sie sind Agenten derer, die unseren Meister geschaffen haben. Die feurigen Lords der brennenden Legion. Was ist das für eine Legion? Eine gewaltige dämonische Armee, die neben unserer zahllose weitere Welten verschlungen hat. Nun kommt sie, um diese Welt in Brand zu setzen. Unser Meister wurde geschaffen, den Weg für ihre Ankunft zu ebnen. Die Schreckenslords wurden geschickt, um seinen Erfolg zu gewährleisten. Die Seuche in Lordaeron, die Zitadellen in Northrend, das Massaker an den Elfen? Das alles war nur die Vorbereitung auf eine gewaltige dämonische Invasion? Ja. Mit der Zeit werdet ihr feststellen, dass unsere ganze Geschichte von dem bevorstehenden Konflikt bestimmt wurde. Kommt jetzt. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wäre es nicht an der Zeit, mich in Phase 2 des Plans einzuweihen, Lich? Ja. Als Phase 1 sah der Plan des Lichtkönigs vor, die Geißel zu schaffen, um jede Gruppe auszulöschen, die sich der Ankunft der Legion widersetzen könnte. Wie etwa die Streitmacht von Lordaeron und der Hochelfen. Exakt. Als Phase 2 wird der Dämonenlord herbeigerufen, der die Invasion auslösen soll. Und wohin gehen wir jetzt? In der Nähe liegt ein Lager der Blackrock Orks, die ein funktionierendes Dämonentor besitzen. Durch dieses Tor muss ich den Dämonenlord erreichen und seine Anweisungen empfangen. Seht, der Frostwurm. Diese untoten Drachen sind die Lieblinge des Lichtkönigs. Dieser hier wird uns gute Dienste leisten. Die Legion hat die Toten als Prüfung für uns geschickt. Sieg dem Blackrock-Clan! Wir Orks sind die wahren Diener der brennenden Legion. Die hirnlosen Untoten sind schwach, unrein. Euer Volk hat versagt. Auch ihr müsst vom Antlitz der Welt verschwinden. Abgeschlossen. Niemand ließ ein großes Buch fallen. Ist es magisch? Es ist ein Buch der Dämonenkunde. Zweifellos haben es auch seine Kameraden bei sich. Diesen Dämonenanbeter Orks bin ich schon begegnet. Welche Rolle spielen sie bei alledem? Das, Jüngelchen, ist eine komplizierte Sache. Euch muss genügen, dass sie die Gunst der Legion nicht mehr genießen. Sprecht, Dummkopf! Und alle hauen Arthas auf die Fresse, ey. Ungläubiger Sprecht, Dummkopf! Meine Gaben berühren euch. Vorsicht! Was ist... Die Monster sind besiegt. Die Monster. Das Dämonentor gehört euch, Lich. Die Monster sind besiegt, haut er raus. Ich rufe euch, Archimond. Euer untertänigster Diener wünscht Audienz. Ihr habt mich gerufen, kümmerlicher Lich. Und hier bin ich. Ihr seid Kel'Thuzad, richtig? Ja, Großmächtiger. Ich bin der, der euch rief. Wohlan denn. Ihr müsst ein spezielles Buch finden. Das letzte erhaltene Zauberbuch von Medivh, dem letzten Wächter. Nur seine verlorenen Beschwörungen sind mächtig genug, mich in eure Welt zu bringen.
Wo soll ich danach suchen, Großmächtiger? Reist in die Stadt der Sterblichen namens Dalaran. Dort wird das Buch verwahrt. Heute in 3 Tagen, zur Dämmerstunde, beginnt ihr die Herbeirufung. Lol, hat ihr da einen Sarg, mit dem der schmeißt? Zauberer der Kirin-Tor. Ich bin Arthas, der erste Todesritter des Lichtkönigs. Ich verlange, dass ihr eure Pforten öffnet und euch der Macht der Geißel unterwerft. Seid gegrüßt, Prinz Arthas. Wie geht es eurem edlen Vater? Lord Antonidas, es besteht kein Anlass, höhnisch zu sein. Wir sind auf eure Ankunft vorbereitet, Arthas. Meine Brüder und ich haben Auren geschaffen, die jeden Untoten vernichten, der sie passiert. Eure mickrige Magie kann mich nicht aufhalten, Antonidas. Zieht eure Truppe zurück. Sonst müssen wir unsere geballte Macht gegen euch entfesseln. Entscheidet euch, Todesritter. Okay, wir ziehen uns zurück. Ich spüre, dass 3 Zauberer diese Auren aufrechterhalten. Findet und tötet sie und die Auren verschwinden. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Der Erzmagier wurde getötet. Die erste Aura verschwindet. Sehr gut. Endlich, endlich. Mit mir Befehle. Was? Was die Kirin-Tor sperren diese Kreaturen ein, um sie zu studieren. Ließe man sie frei, würden sie unseren Feinden enorme Schmerzen zufügen. Okay. Recht. Niemand erteilt mir Befehle. Na bitte. Befehle. Das, hallo, Andormar. Und tschüss, Andormar. Niemand erteilt mir Befehle. Ihr habt gerufen, der zweite Zauberer ist gefallen. Bleibt nur noch eine verfluchte Aura. Recht, Dummkopf. So ist es. Ach, der ist einfach weggerannt. Es quält mich, euch nur anzusehen, Arthas. Ich mache euren Qualen gern ein Ende, alter Mann. Ich sagte euch doch, eure Magie kann mich nicht aufhalten. Ah, der Tee. Ach, echt? Ist tot? Ich dachte, der teleportiert sich weg oder so. Naja. Das Zauberbuch gehört euch, Lich. Nehmen wir es und verschwinden wir, ehe die Zauberer zum letzten Angriff rüsten. So ist es. Ich beginne die Herbeirufung von Lord Archimond bei Sonnenuntergang. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Der Kreis der Macht wurde nach euren Anweisungen vorbereitet, Lich. Seid ihr bereit, die Herbeirufung zu beginnen? Fast. Ich habe Medivhs Zauberbuch durchgelesen. Sein Wissen allein über Dämonen ist erstaunlich. Ich vermute, er war mächtiger, als man je gedacht hat. Nicht mächtig genug, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Das steht fest. Begnügt euch damit. Was er angefangen hat, bringen wir zu Ende. Heute. Lasst die Herbeirufung beginnen. Lasst die Herbeirufung beginnen. Lord Arthas, unsere Späher haben ein geheimes Landminenlager der Goblins gefunden. Exzellent. Die können wir gut gebrauchen. Die Wut der Legion verbrennt den Himmel. Die Barrieren zwischen den Welten werden brüchig. Ja, ist das super, oder nicht? Schickt uns Höllenhunde zu Hilfe. Die Bestien gehorchen eurem Befehl, Todesritter. Na, ist doch toll. Ah, endlich. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Abgeschlossen. Vorsicht.
Legion schickt uns Höllenhunde zu Hilfe. Die Bestien gehorchen eurem Befehl, Todesritter. Was ist es? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Legion schickt uns Höllenhunde zu Hilfe. Die Bestien gehorchen eurem Befehl, Todesritter. Ach, die machen keinen. Die Was machen keinen Dings. Die Höllenbestien endlich. Machen keinen Supply. Euer Befehl, Meister. Endlich! Die mächtigen Höllenbestien wurden zu unserer Unterstützung geschickt. Scharrt sie rasch um euch, Todesritter. Sie gehorchen euren Befehlen. Niemand erteilt mir Befehle. Frostmourne hat Hunger. Sprecht, Dummkopf. Da geht's schon zurück. Weiter. Kel'Thuzad muss verteidigt werden. Okay, das ist jetzt aber schon die letzte Welle. Also das ist jetzt quasi die Welle, die man nicht mehr aufhalten kann. Blut vergossen werden. Niemand erteilt mir Befehle. Easy, bleib locker. Das ist schon besser. Kommt herbei, oh. Lord Archimon. Das habe ich gerade nicht gecheckt. In diese Welt und wärmt uns mit aber eurer es reicht. Macht. Erzittert, Sterbliche. Und verzweifelt. Diese Welt ist dem Untergang geweiht. Wie klein der hier aussieht, ne? Gut kleiner Lich. Mein Plan ist perfekt aufgegangen. Lord Archimond, alle Vorkehrungen wurden getroffen. Ausgezeichnet, Tichondrius. Da mir der Lichtkönig nicht mehr von Nutzen ist, werdet ihr Schreckenslords nun die Geißel kontrollieren. Wie ihr wünscht, Lord Archimond. Bald werde ich den Befehl zum Beginn der Invasion geben. Aber vorher statuiere ich ein Exempel an diesen armseligen Zauberern, indem ich ihre Stadt in Schutt und Asche lege. Tja. Das muss ein Witz sein. Was wird jetzt aus uns? Habt Geduld, junger Todesritter. Der Lichtkönig hat auch das vorhergesehen. Ihr werdet noch eine Rolle in seinem Meisterplan spielen. Ora, Mordanos Melar, il amor no falos cata.